Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Amnesia Box von Alias. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Amnesia von Alias, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Es ist eine eher kleine Box, recht kompakt das Ganze, und sie ist auch jetzt nicht gerade die stabilste. Also es ist so eine klassische Pappbox, recht dünne Außenhülle. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und es dann im Detail ansehen. Wir haben hier oben eine Schweißnaht, die bietet sich hier optimal an. Und dann schauen wir, dass wir das hier durchziehen. Jawohl, wunderbar. So, dann lässt sich die Folie abnehmen. Wie gesagt, da muss man etwas aufpassen, weil die Box hier wirklich sehr dünn ist, was das Material betrifft, und deswegen, dass man da nicht irgendwie beschädigt. So. Sie ist aus dem Jahr 2015, bedeutet, sie hat schon den ein oder anderen abbekommen. Wir haben hier Alias Amnesia, ist etwas schwer zu lesen, aber man kann es doch erkennen. Auf der rechten Seite schwarz, auf der linken Seite schwarz, oben genauso. Unten genauso, und auf der Rückseite haben wir hier nur die Beteiligten und einen Barcode. Gut, das Ganze ist dann hier oben am Deckel zu öffnen. Und hier kommt dann der Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich, Amnesia. Dann haben wir eine Bonus-EP. Diverse Karten bzw. Sticker, eine Karte und drei Sticker und ein klein zusammengefaltenes Shirt. Von innen die Box weiß, packen wir mal zusammen. Box kann zur Seite, und hier ist nur das Album und das Shirt in Folie. So, einmal das Shirt und dann natürlich das Album an sich. So, es ist nach seinem letzten Release, nach seinem Album Bombe, ist es das zweite Album von Alias, und es ist auch der Beginn der Trilogie. Also danach kam er dann noch Euphoria und Insomnia. Das Ganze ist so eine Trilogie, die eben mit diesem Album, mit Amnesia, gestartet hat. Wir haben hier auf dem Cover wieder den Schriftzug Alias und darunter Amnesia. Und dann haben wir hier den Interpreten abgebildet in schwarz und weiß mit einem weißen Kapuzenpullover, mit einem weißen Hoodie. Und es sieht etwas wild aus, als hätte er irgendwie schwer etwas abbekommen im Gesicht, aber das dürfte hier nur Rauch sein. Also wir sehen hier so diverse Rauchschwaden, die sich hier so durchziehen, und unterm Auge sieht das besonders krass aus, der Rauch. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase. Auf der Seite lesen wir wieder Alias Amnesia und auf der Rückseite dann die Tracklist. Wir haben 13 Tracks an der Zahl. Features sind auch dabei. Features haben wir von Megalo, Prettymo, Muso und Motrip auf den 13 Songs verteilt. Hier dann wieder Alias, in diesem Fall auf dem Kopf stehend. Und hier wieder die Beteiligten plus Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. Als erstes widmen wir uns dem Booklet. Ist noch ein Stück Folie. So, das Booklet relativ dünn. Amnesia lesen wir auch hier wieder. Weißer Rauch, weißer Nebel. Dann haben wir hier die Credits zu den einzelnen Songs. Also wer hat hier geschrieben, wer hat hier produziert, all das kann man hier nachlesen. Dann haben wir eine Danksagung. Dann haben wir hier die Infos zu den Features und wer das Ganze aufgenommen, gemixt und gemastert hat. Und nochmals Alias durch Rauch verhüllt. Amnesia zum Abschluss, das Ganze eben erschienen über das Label Embassy of Music, und die Black Dolphins, die dürften hier
das Artwork gemacht haben. Die haben ja auch sehr viele der Videos von Alias gedreht. Die waren hier sehr stark involviert. Die CD sieht dann so aus, Alias wieder im Rauch. Und auf der Rückseite noch mehr Rauch. Also der Rauch spielt hier auf jeden Fall eine zentrale Rolle im Artwork. Dann haben wir zusätzlich zum Album noch eine Bonus-EP. Das ist diese hier, die Amnesia 2.0 Bonus-EP. Auch hier wieder Alias und jede Menge Rauch. Und auf der Rückseite haben wir 5 Tracks und noch ein Feature. Ein Feature von Musier. Dann haben wir hier wieder die Beteiligten. Natürlich kein Barcode, denn diese EP gab es ausschließlich in der Box. Und was ich immer spannend finde bei den EPs von Alias, die kommen in einer Papphülle, die gehen immer oben auf. Also ich bin es ja gewohnt, die meisten gehen ja dann hier so seitlich auf, rechts. Aber Alias zieht das irgendwie so durch. Bei jeder seiner Bonus-EPs gibt es das Ganze immer oben zu öffnen. So sieht die EP aus in schwarz und weiß. Amnesia 2.0. Wie gesagt, in der Papphülle. So, das war's zur Musik. Dann haben wir mit dabei eine Karte. Hier lesen wir 100blackdolphins.com, Embassy of Music. Und auf der Rückseite das Ganze dann eine Autogrammkarte. Also Alias hat hier oben mit weißem Stift unterschrieben. So sieht das aus. Also Autogrammkarte im Hochformat. 3 Sticker haben wir auch mit dabei. In schwarz und weiß hier wieder Alias Amnesia zu lesen. Die 3 Sticker sind ident. Und es sind wirklich alle im Querformat. Ja, also so Hochglanzsticker, schwarz-weiß und im Querformat jeweils. Und als letzten Boxinhalt hätte man rein so von der Größe der Box gar nicht vermutet, aber tatsächlich hat es ein Shirt noch reingeschafft von der Größe. Das Shirt auch wieder in schwarz und weiß. Und auch hier wieder der bekannte Schriftzug. Einmal der Interpret, dann natürlich der Albumtitel. Ansonsten gibt es hier nichts weiter zu sehen. Wir schauen uns das Ganze mal auf der Rückseite an. So, auch hier nicht wirklich was zu sehen. Ist natürlich jetzt sehr stark verknittert, das Shirt. Wie gesagt, das liegt seit circa 4 Jahren in dieser Box und war auch noch recht klein zusammengefalten. Und wir haben es bei diesem Shirt, zu tun mit einem Fruit of the Loom Original Tee. Das Ganze ist, wo haben wir es, 100% Baumwolle und, genau, hier steht's. Ich hoffe, wir können das sehen, ja. Und das Ganze ist made in Marokko. Grüße gehen raus. So, wir falten das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Wie gesagt, die Größe war einheitlich, da konnte man jetzt nicht groß die Größen irgendwie unterschiedlich auswählen. Alle Boxen haben Größe L. Dann haben wir Sticker mit dabei, 3 Stück an der Zahl, Alias Amnesia im Querformat hier in schwarz und weiß. Hochglanzoptik, dreifach mit dabei. Die unterschriebene Autogrammkarte, Alias, hier in weißem Stift im Hochformat. Dann haben wir die Bonus-EP in der Papphülle, die Amnesia 2.0 Bonus-EP mit 5 Tracks und einem Feature. Und natürlich das Album an sich, Amnesia im regulären Jewelcase mit nochmal 13 Tracks. Ja, genau, 13 Tracks. Jawohl, das alles. Wo haben wir sie? Hier. In dieser wunderbaren Box Amnesia von Alias. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Alias unterstützen möchtet, dann findet ihr den Link dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.